Willkommen zurück zu einer neuen kugelreichen Folge Metro Exodus. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Kugelfreunde, die das letzte Video bewertet haben. Leute, wir sind hier mitten im Sandsturm und im Kugelhagel. Da hinten fliegt ein Dämon rum und zerfleischt die Banditen. Der freundliche Dämon von nebenan. Mein Segen hat er. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, meine Knarre glüht. Alles ist komplett verdreckt. Man kann nicht lange schießen. Habe ich noch irgendwas am Start? Okay, wir brauchen unbedingt erstmal hier ein bisschen Heilung. Boah, der eine Typ ist so laut. Der eine Typ ist so verdammt laut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der muss doch irgendwann mal nachladen. Das gibt's doch nicht. Der macht hier Dauerfeuer ohne Ende. Alles klar, rüber mit uns. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer ein bisschen Munition plündern. Wir hangeln uns jetzt hier von Gegner zu Gegner. Alles klar, ich bin drüben. Komm schon, komm schon, komm schon. Alles klar, ich brauche meine Medizin. Danke. Danke. Okay, der Petzack hier drüben, der muss weg. Der macht uns das Leben schwer. Was kann man hier alles plündern? Das meiste wurde hier schon weggeplündert. Dankeschön. Okay, stopp ihm das Maul. Hat nicht funktioniert. Alter, komm schon. Er ballert hier. Und ballert hier, was geht. Ist er tot? Nein. Jetzt ist er tot, oder? Nein, er ist immer noch nicht tot. Oh mein Gott, was für eine Maschine. Sind alle unverletzt? Ja. Sind wir. Holy shit, war der laut. Erstmal looten, Freunde. Der Sandsturm und dann noch dieser Feuersturm aus Kugeln. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir haben alles mitgenommen. Nee, hier waren wir noch nicht. Na, komm schon, ich will hier hoch. Na, was ist denn jetzt hier? Alles klar, hoch mit uns. Verdammt viele Leichen hier oben drauf. Komm schon, ich will doch nur hier den Loot. Und dann bin ich zufrieden. So, ich glaube, so kann man es machen. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen was. Habe ich dich gelootet? Ah, das waren echt viele Gegner. Das waren echt viele Gegner. Die Frage ist, wie viele verdammte Gegner hat der Baron noch? Wahrscheinlich nur ein Bruchteil seiner Armee. Haben wir es gezeigt, was? Ja, haben wir. Die Sache ist nur, ihre Armee macht gerade einen Großangriff. Und das hier war nur ein kleiner Gruß vom Baron. Wie viele sind das denn? 700, glaube ich. Ja, wir hatten hier Glück. Und wir sollten die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Wenn wir Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer.
Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Jelmak, Krist, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos leer. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Jawohl. Viel Glück, Leute. Anna, Idiot, Tokarev. Wir brechen das Lager ab, Leute. 700 Männer. Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Ja, mache ich, keine Sorge. 700 Männer. Na, Duke. Er nimmt Frauen als Bezahlung, meine Anna bekommt er nicht. Hey, du Held! Tja, diese Wüste ist doch gar nicht so übel. Man kann hier tatsächlich leben. Vorausgesetzt natürlich, man hat Wasser. Es ist jetzt so viel besser. Ihr seid einfach großartig, Leute. Und ihr habt sogar eine neue Kämpferin mitgebracht. Ja, so sind wir drauf. Hi, Artyom. Ja, jetzt wird alles gut. Nachdem wir jetzt Wasser haben, können wir nicht verlieren. Das habt ihr gut gemacht. Ich gehe mal hier drüben hin. Dankeschön, Katja. Dankeschön. Ah, komm schon, wir reden hier von Artyom. Der Mann ist aus Stahl. Hört man doch, wenn er geht. Das stimmt, deswegen benötige ich kein Wasser. Wird natürlich rechtzeitig da sein, aber geh keine unnötigen Risiken ein. Was haben wir hier Neues? Bulldog. Nehmen wir mal. Jetzt schwappt es in meinem Bauch rum. Ja, schön für dich, Kleine. Opa Jamak hat gesagt, du kannst jetzt trinken, so viel du willst. Und Tee kriegen wir auch. Sogar Tee? Ist ja der Wahnsinn. Sogar Tee. Na, alles easy bei dir? Normalerweise gibt's auch direkt eine Geschichte, wenn man jemanden anguckt. Alles klar. Neue Knarre, neues Glück. Munition haben wir jede Menge. Der Wagen steht neben der Aurora. Jelmak, bist du sicher, dass die Leitung wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber etwas nagt immer noch an mir. Erinnerst du dich an das zerlegte Schiff, von dem ich dir erzählt habe? Ja. Ich muss ständig an die Sklaven denken, die sie dort gefangen halten. Meinst du, wir können sie noch befreien? Wenn nicht wir, wer dann? Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Und ich erst. Ich bin so froh, wenn ich weg bin aus dieser Dreckswüste. Das zerlegte Schiff? Wo soll denn das sein? Das zerlegte Schiff. Huh. Wir wollen jetzt hier oben in die Festung rein. Aber das zerlegte Schiff? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich war doch eigentlich schon so gut wie überall. Wir waren bei dem Flughafen. Oh, der Baron. Also gut. Alle aus der zweiten Reserve am Ohrturm versammeln. Okay, der Baron ist richtig angepisst, wie es scheint. Und wir geben ihm jetzt den Rest. Na gut. Und die Sklaven aus dem verwüsteten Schiff. Hier ist alles irgendwie ein Schiff. Irgendwie ist hier alles ein zerstörtes Schiff. Aber ich habe keine Ahnung, wo noch eins sein sollte mit Sklaven. Wir waren ja in so einem Banditenversteck. Das hier drüben, da waren wir drin. Waren das Sklaven? Oh, wir schauen nochmal rein. Können wir ja ganz schnell machen. Ich nehme die Sekunde. Und dann hatten wir noch so ein Banditenversteck. Hm,
wo war denn das? Warte, wir machen hier mal kurz einen Break. Auch schon wieder ein Sandsturm? Gibt's doch nicht, jetzt wird meine Waffe wieder total dreckig. Ja, das hier ist ein zerstörtes Schiff. Hier waren wir schon. Ich glaube, hier sind wir reingerutscht. Verdammt, das gibt's doch nicht. So viel Pech kann doch niemand haben. Na, guck mal, hier ist sogar noch Loot. Hier ist sogar noch ein bisschen Loot gewesen. Ja, das ist das einzige Schiff, das mir jetzt einfällt. Und wie gesagt, in dem Schiff waren wir schon mal drin. Vielleicht habe ich irgendwo einen Käfig voller Sklaven übersehen. Wir gehen einfach nochmal rein und schauen uns nochmal ganz kurz um. Solange hier der Sturm tobt, ist es wahrscheinlich eher am besten. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Werkbank war. Habe ich eine Maske an? Nee. Ich dachte schon, warum ist denn hier alles so schmuddelig? Wegen dem Sturm? Bläst ihr sogar hier rein? Was mache ich eigentlich hiermit? Ah, da gehen die Käfige auf. Huh. Sind aber keine Sklaven drin. Hier drüben ist zu. Ey, der Sandsturm, der macht mich sogar hier drin im Gebäude irgendwie blind. Das ist ja ein riesiges Schiff. Haben wir noch Sklaven? Na, hier liegt einer. Der auch noch am Leben ist. Boah, solange der Sturm wütet, bin ich sogar in einem Gebäude nahezu blind. Oh, hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Ah, warte mal. Und jetzt? Was habe ich damit ausgelöst? Auch nix, oder? Diese verdammten Sandstürme nehmen die denn gar kein Ende. Hier liegt eine Leiche rum. Uiuiui, Baby, aber du bist tot. Du bist leider tot. Oh, ein Verlängerungskabel, klar. Sowas braucht man natürlich. Und wo geht's hier hin? Wahrscheinlich wieder nur oben hin, wo wir schon waren. Ja, hier waren wir schon. Also wieder runter mit uns. Langsam könnte der Sandsturm aber mal es gut sein lassen. Dann hier der pure Luxus, eine Toilette. Also ich habe keine Ahnung, welches Schiff Anna noch meint. Wo man Sklaven finden könnte. Warte mal, sind hier unten Sklaven drin? Kann man hier noch weiter runter? Anscheinend kann man hier noch weiter runter. Muss nur den Weg finden. Hey du! Freiheit! Oh, ich glaube, der Sturm ist vorbei. Oh ja, es wird langsam hell. Krass. Wie der Sturm mich wirklich komplett blind macht. Ey, wie viele Sachen du hier übersiehst. Weil die einfach in irgendwelchen Ecken liegen. So, hier geht's nochmal runter. Ja, aber hier bin ich jetzt im Grunde doch nur wieder draußen. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Hier ist ein Tor. Hm,
hier kann man eventuell hoch. Oder auch nicht. Ich glaube, da oben gibt es auch nichts. Hallo? Greift mich irgendjemand an? Also da unten habe ich noch Käfige gesehen mit Sklaven. Ich will die jetzt noch befreien. Ich springe einfach mal unten rein, aber davor speichere ich. Nicht, dass ich irgendwas finde, wo man nicht mehr rauskommt. Weil sowas hatte ich schon. Ich war schon an so einem Punkt auf No Return und hang dann fest. Alright, die Tür ist fake. Okay, wir speichern hier. Schnelles Speichern. So. Und dann werde ich hier unten reinjumpen. Und gucken, ob ich unsere Sklavenfreunde retten kann. Wenn ich da unten reinspringe. Entweder bin ich jetzt tot. Ja, ich bin tot. Nee, ich glaube, da unten geht's nicht rein. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Weg bis jetzt gesehen. Auch keine Leiter. Aber wie gesagt, hier drin kannst du auch eine Menge übersehen. Naja, kümmern wir uns mal um den Baron, damit wir den mal aus dem Weg räumen. Ich glaube nicht, dass man unten rein kann. Am Ende klebt hier irgendwo ein Hebel, Schalter oder sonst was, den man umlegen kann. Hier ist eine Steuereinheit und hier kann man hoch. Und hier befindet sich Chemie. Gut, machen wir weiter. Die Leute schreien jetzt wahrscheinlich, ja, da war ein Hebel. Ich habe den Hebel 8-mal gedrückt und ich bin erst 7. Ich habe nur das hier gefunden, da gehen die Käfige hoch. Vielleicht oben nochmal im Kontrollraum gucken. Ah, noch einmal gehe ich jetzt gucken. Aber dann habe ich wirklich die Schnauze voll. Ich habe auch nicht vor, hier so einen 100% Run zu machen. Ich habe genügend gute Taten vollbracht. Absoluter Gutmensch. Na, hier habe ich ja nur diese Einheit hier drüben deaktiviert, die nur das Licht hier an- und ausmacht. Nee, hier ist auch kein Hebel. Ja, meine Güte. Oh, und geschafft. Also meine Fresse. Das kann man auch alles übersehen hier. Ich suche mich hier dumm und dämlich. So, Sklaven befreit. Anna ist zufrieden. Gibt Sex. Ich hoffe doch, es gibt Sex. Ich will mit Sex belohnt werden, Anna. Ich will, dass wir Liebe machen, ja? Schmutzige Liebe. Ist das Chemie? Nein. Und Abflug. Yo, die Sklaven sind befreit. Alles klar. Dann heißt es nun nach oben. Weil wäre es dieses Schiff nicht gewesen, ich hätte echt keine Idee, welches da noch übrig gewesen wäre. Gott, bin ich langsam. Diese hundsmiserable Ausdauer, die wir an den Tag legen. So, ich glaube, wir müssen oben entlang. Kesselwagen. Atium. Ah, da hinten. Alter. Er lasert hier endlos in den Himmel.
Samir. Ja, ich bin auch da. Let's go. Ich will auch mal Buggy fahren, nicht immer nur diesen dämlichen Kackbus. So, Gang. Ich bin ready. Artyom, wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munaibaila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Okay. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Okay. Gut. Nicht trödeln. Ich trödel doch nicht, Lesbos. Ich trödel nie. Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munaibaila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Okay, können wir machen. Ich werde versuchen, keine von den Einheimischen zu töten. Gut. Kann man das irgendwie öffnen? Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Okay, ich hab's verstanden. Ein Gitter also? Dann lasst uns loslegen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Anheben? Ah, okay. Damir hat irgendwelche super mega Superkräfte. Ich schlüpfe durch. Los, die Scheiße ist echt schwer. Ja, ich bin ja dabei. Oh, großartig. Er tut so, als würde ich hier ihn schleppen lassen. Keine Panik. Ah, Riesenspenden. Kann ich ihn wenigstens ausnocken? Wir speichern mal. Machen hier überall Licht aus. Unser Licht ist auch aus. Sehr gut. Schießt jetzt auf mich? Ich gehe und nach. Scheiße, Scheiße. Weil ich mein Licht einmal angemacht habe, deswegen? Oh, weil ich einmal mein Licht, glaube ich, angemacht habe, sind die alle durchgedreht. Okay, die greifen mich an. Ich dachte, die sind vielleicht so drauf, dass sie sagen, ey, ich habe dich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ich darf auf keinen Fall mein Licht anmachen. Vorsicht, ganz langsam hier hin. Das haben die jetzt bemerkt? Und ich soll keinen von den Jungs töten. Weil das hier sind die Sklaven. Er leuchtet direkt in meine Fresse. Er sieht mich. Nimm das. Und ich bin weg. Ich habe niemanden getötet. Ich habe niemanden getötet. Ich will einfach durchrennen. Alter, wie hören die mich? Liegt das an meinem Laserpointer? Und ich renne wieder durch. Und tschüss. Ich renne einfach durch. Ja, geschafft. Niemanden getötet. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Gyul ist weg.
Warte auf unser Signal. Ende. Oh, holy shit. Ende und aus. Entweder nehme ich über den Laserpointer gesehen oder whatever. Aber ich hab's geschafft. Durchgelaufen. Damir? Scheiße, Damir, was machst denn du da? Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Klasse. Ich hab mir unnötig Sorgen gemacht. Ich hab gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Ja, und jetzt soll ich dran ziehen. Wie kommen wir dahin? Ah, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Damir, ich geh hoch. In der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.